Hallo Freunde, willkommen zu meinem Tommelé-Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute ist natürlich Freitag, wir müssen ja nicht mehr arbeiten. Wochenende ist angesagt. Aber kurz davor möchte ich euch mitteilen, wie die Börsen dieser Welt heute ausgesehen haben. Manche Börsen laufen noch, daher starten wir es erstmal wie immer. Den asiatischen Markt, danach deutschen und europäischen Markt. Zum Schluss gehen wir nach Amerika, weil zurzeit läuft immer noch die Börse dort. Es läuft bis 10 Uhr, also noch in 2 Stunden. Und dann schauen wir auch mal in die Kryptowelt mal kurz rein. Dann starten wir jetzt mal, Charts anzuschauen. Okay? Einen kurzen Rückblick auf gestern, also gestern, wie wir gesehen hatten, war die Börse am Anfang, der amerikanische Börse am Anfang ganz toll in Plus, über 2% und so weiter. Aber zum Schluss, der Schlusskurs von gestern, war der amerikanische Markt in Minus. Wie ihr seht, der Dow ist nur noch 0,02 in Minus. Der Nasdaq 1,20 in Minus und der S&P 500 minus 0,54. Also war nicht so toll, ja. Nun gehen wir kurz heute in den asiatischen Markt, wo der wieder angefangen hat zu handeln. Und der Schlusskurs in Asien sieht auch nicht so toll aus in China. Mehrere Tage hintereinander ist der chinesische Markt ausgebombt. Heute wieder mal der Shenzhen minus 1,08%, der Shanghai A fast 1% in Minus. Ja, der japanische Markt Nikkei 225 ist heute um 2% gestiegen, also ein Hoffnungsschimmer. So. Wie sehen die europäischen Märkte aus? Ja, Schlusskurs für diese Woche wieder in Minus geraten. Der Eurostock 50 minus 1,15, der DAX minus 1,32, der französische CAC 40 minus 0,82. Der englische Markt FTSE 100 minus 1,17 und der italienische FTSE MIB minus 1,8. Der DAX war im Laufe des Tages über 2% gefallen, aber hier zum Schluss Freitag hat er sich noch ein bisschen gerettet. Nur noch minus 1,32. Schauen wir mal kurz in den deutschen Markt rein. Wie ihr seht, der S-DAX ist in minus 1,5%. Der Tech-DAX, der ist noch gerade so auf 0, praktisch 0,01 in Plus. Der M-DAX ist wieder in Minus geraten, 0,46. Und der DAX, wie ihr seht, minus 1,32. Also das bedeutet, im Laufe der Woche bis zu Freitag Endschlusskurs hat der DAX in dieser Woche minus 1,8%. Ist der DAX insgesamt im Laufe der Woche minus 1,8% gefallen. Wie sieht der amerikanische Markt jetzt noch aus? Oh, wieder in Plus gedreht. Wie ihr seht, der Nasdaq 100 ist 1,71% gestiegen. Der Dow Jones ist 0,6%. Der S&P 500 1,15%. Aber wie gesagt, man muss abwarten. Der
Die Amerikaner haben noch nicht Schluss gemacht, daher kann noch alles passieren. Aber wir hoffen mal, dass der amerikanische Aktienmarkt am Freitag Schlusskurs in Plus ist. Dann können wir hoffen, dass dann am Montag der europäische Markt dann freundlicher starten kann. Aber der Tag ist ja noch lang, noch 2 Stunden. Kann noch alles passieren. Also wir gehen mal in den Kryptomarkt rein. Ja, wie ihr seht, der Kryptomarkt ist gestern auch stark gefallen. Heute hat es ein bisschen gefangen. Gestern sahen wir ja, globaler Market Cap war 1,6. Gestern war 1,7 und mehr noch Billionen. Euro, Dollars meine ich, und jetzt ist es bei 1,67. Der Bitcoin war gestern bei etwa über 37, jetzt unter 37, aber hat ein bisschen gefangen. Ja. Ethereum hat auch ganz schön federn lassen und heute ein bisschen gefangen. Ja. Ihr seht, Bitcoin-Markt ist zurzeit auch in Minus Vergleich letztem Jahr. Also Zinsentscheidung der Fed kam an den Märkten gar nicht so gut an. Gleichzeitig haben wir ja die Corona-Krise, die ist immer noch nicht durch. Also die FED, ja. Entscheidung war nicht so toll für den Markt. Hinzu haben wir noch die Krise, die amerikanische Regierung hat heute Nachricht herausgegeben. Sie meint, dass Russland jetzt genug Truppen an Ukraine stationiert haben. Sie können jederzeit eigentlich die Ukraine angreifen. Das schürt natürlich auch Angst an den Märkten. Daraufhin habe ich heute erfahren, dass USA und Dänemark ihr Düsenjet an Litauen geschickt haben, ich glaube 2 Stück oder 3, um die NATO in Balkanräumen da ein bisschen unterstützen. Ich hoffe mal, dass wirklich kein Krieg kommt. Daher ist die Politikum jetzt auch noch nicht vorbei an der Börse. Deswegen werden wir die nächsten Wochen Turbulenzen an der Börse sehen. Mal steigen, mal fallen. Man weiß ja nicht. Man kann kein Glaskugel lesen, wie es wird. Daher, wenn ich wüsste, bin ich schon längst Millionär. Aber den Charts zu lesen, macht mir auch Spaß. Okay, nun will ich heute nicht so viel reden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe nächste Woche, dass die Börse mal eine Weile nach oben steigt und nicht immer nach unten oder halt hin und her. Mal oben, mal unten. Die Börse, der DAX soll mal auf 20.000 steigen in diesem Jahr. Das wäre toll. Okay. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns wieder am Montag. Zwischendurch könnt ihr mich auch in meinem Kanal Caro Gelieder sehen, ja?
Jetzt fange ich an, wieder Karaoke zu singen. Schauen wir mal, was für Lieder ich singe. Oh, bald gibt ja vietnamesische Neujahr in ein paar Tage. Dann versuche ich mal ein paar Neujahrlieder zu singen. Okay. Wie gesagt, ich bin kein Finanzberater, ja? Ich berate euch ja nicht. Bis jetzt lese ich ja nur Börsenkurse. Mehr nicht, ja? Okay, dann bye bye. Bis demnächst.